Ja, ich bin jetzt alleine hier. Ja, Kopf hoch, Leute. Wird schon wieder alles werden, ne? Es braucht alles seine Zeit. Ist ja leider schon länger so, ne? Deswegen, ich hab euch ja nie davon erzählt. Ja, gestern ist es dann offiziell gewesen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so viele Leute sehen. Das ist krank. Das Video ist einfach in den Trends. Platz 6 oder so. Was ist mit meinem Haus? Hatte ich gestern im Video auch gesagt. Das Haus habe ich ja alleine geholt. Und das wird ganz normal weitergehen. Also ich werde da dann nächstes Jahr alleine einziehen. Vielleicht gucke ich mal, dass ich meine Eltern irgendwie mitnehme oder so, dass die auch eine Etage kriegen. Wirst du weiter hier in der Wohnung bleiben? Ja, werde ich. Ich werde hier in der Wohnung bleiben. Weil es lohnt sich nicht, wenn ich nächstes Jahr hier ausziehe, jetzt nochmal eine eigene Wohnung zu suchen. Ich habe jetzt quasi unnormal viel Platz hier, fast 100 Quadratmeter alleine. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, Janina und ich, wir haben uns getrennt. Das Video nicht auf YouTube gesehen. Vielleicht gibt es ja auch einige, die nur Twitch schauen. Also ich habe mich von meiner Freundin getrennt. Also wir beide wollten uns trennen. Das war jetzt nicht nur, dass ich es gesagt habe, sondern sie auch. Wir haben uns das lange überlegt. War halt immer so ein Up and Down. Sie war ja auch mal einen Monat weg. Da haben ja auch schon viele geschrieben, ey, was ist los und so. Da hatten wir Abstand voneinander gehabt. Danach kam sie wieder. Dann lief es 2-3 Wochen gut. Ja, und danach kam der Alltag wieder. Und ja, es hat einfach nicht gepasst, Leute. Was soll man sagen? Es hat einfach nicht gepasst. Genau, Janina zieht jetzt zurück nach Bayern oder ist schon zurückgezogen. Sie hat alles mitgenommen, also alle ihre Sachen. Hier ist nichts mehr da. Sie ist ja genau ausgezogen am Samstag, als ich auf Mallorca war. Also habe ich davon zum Glück nicht so viel mitbekommen. Aber ist auch, glaube ich, besser so gewesen. Meine Eltern waren auch hier, haben geholfen und so. Schon komisch, wenn man da an ihrem Zimmer vorbeigeht und das ganze Zimmer ist leer. Fühlt sich an, als ob ich neu eingezogen bin. Sie hat Schluss gemacht, wir beide. Also es kam von beiden. Es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, ey, sie will Schluss machen, aber ich habe gesagt, nein. Jetzt Wäsche waschen und putzen. Ja, ich habe keine Waschmaschine hier. Ich weiß nicht, ich wasche so. Ja, ich muss mir auf jeden Fall so Dingens holen. Ja, es ist Waschmaschine und so alles, ne? Eine Frage habt ihr nicht beantwortet. Was ist mit Auto? Bro, das Auto ist ja eh geleased. Also es ist ja VIP-Leasing. Das Auto muss ich Ende oder Mitte August wieder abgeben und ich zahle das jetzt einfach alleine ab. Also die letzten Monate und hab das Auto hier. Macht ja keinen Sinn, wenn sie das Auto nimmt. Sie hat ja in der Heimat Autos von ihren Eltern. Ich habe Elis Video nicht gesehen. Wir können uns das gerne später mal reinziehen. Was tust du mit den Zimmern? Ich weiß selber noch nicht genau, was ich aus Janinas Zimmer mache. Ja, das haben auch einige drunter geschrieben, aber die Idee ist halt ein bisschen lost. Das wäre für mich ein großer Rückschritt, wenn ich jetzt wieder zurück zu meinen Eltern ziehe, weil ich ja auch hier voll die Möbel habe und so. Wo sollen die Möbel hin? Dann müsste ich ja die Wohnung weiterhin haben. Dann wieder zurück ins alte Zimmer. Zu viel Stress. Ja, ich muss auf jeden Fall ins Training gehen, ja. Also genau, ein paar Mal gefragt, was mit dem Hund ist. Das habe ich ja auch eigentlich gestern beantwortet. Also ich bin ehrlich zu euch, ne? Das ist jetzt meine ehrliche Meinung. Ich hätte gedacht, dass Janina anders reagieren wird mit dem Hund. Ja, sie liebt den Hund ja genauso wie ich. Sie hat ihn mir ja quasi damals zum Geburtstag geschenkt, aber auf Papier ist es ja halt unser Hund so. Und sie hat dann von sich aus gesagt, ich kann mir das aussuchen, ob sie den Hund mitnehmen soll oder ob ich den nehmen soll. Das fand ich halt sehr korrekt. Und ich habe mich dann natürlich auch für den Hund entschieden, weil der ja auch sehr oft bei meinen Eltern ist, immer am Wochenende. Weil der vielleicht auch so ein bisschen mehr, so ganz minimal zu mir mehr angezogen ist als zu Janina. Ja, sie kennt halt hier die Umgebung und so. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hätte auch schon mit ihr eine Lösung gefunden, wenn sie jetzt den Hund hätte haben wollen. Also mit ihr kann man ja offen reden und so alles. Und wir sind ja im Guten auseinandergegangen, Leute. Ihr habt ja das Video gesehen gestern. Wir verstehen uns noch alles. Alles super, alles gut. Das war auch wichtig für mich. Und es liegt ja nicht an ihr, sondern an dem, dass wir halt nicht so gut zusammenpassen. Ne? Sie ist an sich ein toller Mensch, ein super Mensch. So. Aber es passt halt einfach nicht. Es ist halt so freundinmäßig so, weißt du, so eine gute Freundin. Für die Zukunft wäre das nichts gewesen, Leute. Also guck mal, es ist auch natürlich viel mit Corona auch zu tun, weil wir halt jeden Tag zu Hause sind. Es ist nicht einfach, weil in normalen Beziehungen gehen beide arbeiten draußen oder sind im Büro. Wir sind seit 3 Jahren jeden Tag aufeinander. Ich habe keinen Rückziehort gehabt auch und so. Ich finde es jetzt auch mal schön, so allein zu sein, wisst ihr? Das habe ich halt noch nie gehabt vorher. Kann machen, was ich will. Ich bin ja alleine, ist alles super. Das haben deine Eltern gesagt. Die waren halt auch sehr schockiert. Meine Mutter hat es ein bisschen so rausgesehen, so hat gemerkt, da stimmt was nicht. Mein Vater fand es halt sehr schade. Ja, mein Vater hat 10-mal gesagt, ey, probiert's doch nochmal. Bist du dir da sicher und so? Ich muss gucken, ob ich die Tage, wie oft ich jetzt erstmal streame und so alles, ne? Ist auch natürlich eine gute Ablenkung hier im Stream und so. Aber wisst ihr, ich sag euch so, wie es ist, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall besser als die Tage zuvor, weil das war die ganze Zeit so eine Last, die ich halt nicht mit euch teilen konnte. Ich konnte euch nie darüber erzählen, was los ist und so. Ihr wisst ja, sonst erzähle ich euch ja gefühlt alles, aber wir wollten halt warten mit dem Thema, bis wir das erstmal hier abgeschlossen haben, bis die auch komplett ausgezogen ist. Was haben deine Freunde gesagt? Ja, es haben viele gesagt, man merkt, so, es harmoniert nicht so, wir passen nicht so gut zusammen und so, weil sie ist halt ein ganz anderer Mensch als ich, so, ne? Klar hat man auch Gemeinsamkeiten gehabt, aber nicht allzu viele, Leute, nicht allzu viele. Und ich glaube, natürlich, man will auch nicht mit seinem Spiegelbild zusammen sein, wenn alles gleich ist, das ist halt auch nicht so nice, aber man muss sich halt irgendwie so, soll ich sagen, ergänzen und auf einer Wellenlänge sein. Also dieser Vibe muss einfach da sein. Und wisst ihr, wir haben zum Beispiel Mittag gegessen am Tisch, keiner hat was zu sagen, beide sind am Handy, so ist für mich keine Beziehung, so. Das macht keinen Sinn, weil ich möchte auch gerne, keine Ahnung, so tiefgründigere Gespräche führen und so.
ist halt alles nicht so einfach gewesen, so. Aber das ist absolut gar kein Vorwurf an sie, ne? Wir sind in gutem Auseinander, es ist nichts passiert oder sonst irgendwas. So viele schreiben mir unter das Video, Prime kommt, Prime NS, the loading. Ja, ich muss jetzt wieder meine alte Form bekommen, sage ich euch so, wie es ist. Wisst ihr noch, wie ich früher war? Ich hab vergessen, wie ich früher war, wer ich bin, wer ich war. Früher war ich bei meinen Eltern, ich war einfach komplett glücklich im Kopf die ganze Zeit, alles war super. Das hat man auch in den Videos gemerkt, so. Ich konnte diese Positivität in den Videos verbreiten, so. Ich bin aufgestanden morgens um 10, 11 Uhr. Bin schon mit so einer Fresse in den Tag gestartet, gar keinen Bock auf nichts gehabt. So wirklich schon so leichte Depressionen, muss man schon so sagen. Total demotiviert. Ich war schon in meiner Prime, aber bald kommt die Moments. Ja, vielleicht kannst du dich jetzt auch besser auf andere Dinge konzentrieren, ja. Ich möchte auch erstmal keine Freundin haben. Ich werde auch nicht gezielt jetzt nach einer Freundin suchen. Es wird einfach irgendwann kommen, irgendwann wird es passieren. Ob es in 2 Jahren, ob es in 1 Jahr, ob es in 4 Jahren ist. Dann ist es so. Ich muss erstmal selber wieder mein Glück finden, so. Ich muss selber wieder glücklich werden, das ist das Wichtigste. Und euch als Paar einfach perfekt, aber wir wussten nicht, wie es hinter der Kamera war, ja. Das ist das Riesenproblem, was dieses Social Media immer von sich gibt. Da gibt es ein gutes Sprichwort. Sad Generation with Happy Pictures. Traurige Generation mit glücklichen Bildern. Denkt mal drüber nach. Halt Thanos und Hulk zusammen. Ja, danke für eure Motivation, Leute. Es ist korrekt, dass ihr für mich... Jetzt müsst ihr mich auffangen. Ich habe euch die letzten Jahre jeden Tag unterhalten. Jetzt müsst ihr mich auf die Beine bringen. Ja, 5 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Eine sehr, 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 sehr lange Zeit. Also es ist ja auch schon so, dass... Also es lief schon länger nicht mehr so gut. Ne? Aber wir haben uns immer irgendwie aufgerafft, weil wir nicht wollten, dass es endet. So, man hat sich natürlich auch an den Menschen gewöhnt. Ne? Das ist für mich auch komisch aufzustehen und ich bin jetzt alleine in dem Bett. Es ist nur noch ein Kissen, eine Decke da. Das ist alles anders, das ist alles Gewohnheit auch. Ne? Man muss sich halt neu dran gewöhnen. Ja, wir haben genug gekämpft, Leute. Also guck mal, das Wichtigste war für mich, dass ich alles probiert habe. Und das kann ich jetzt sagen. Ich wollte nicht mit Ungewissheit die Beziehung beenden und sagen, ey, hätten wir es nochmal versucht. Ich habe es nochmal mit ihr versucht, dann lief es 2, 3 Wochen super. Aber man hat gemerkt, es war so von uns beiden gestellt. Wir haben uns extra so verstellt, damit es besser läuft. Aber das ist falsch. Das muss von alleine laufen. Habt ihr euch das gedacht, dass es um Janina geht? Oder was habt ihr gedacht, was ich euch gestern erzähle im Video? Ja, es war auch so schwer, weil jedes Mal, wenn ich gestreamt habe, haben so viele Leute geschrieben, ey, warum ist Janina in Bamberg? Was ist da los? Seid ihr noch zusammen? Ich konnte nie was dazu sagen. Ich habe es immer ignoriert und das haben, denke ich mal, die meisten gemerkt. Und wussten dann, dass das was mit dem Thema zu tun hat. Also, nein, 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 Leute, ich werde niemals mit YouTube aufhören. Also, doch, irgendwann bestimmt, wenn ich älter bin, klar, aber so eine Ankündigung wird nicht von mir kommen. Ja, ich hätte Janina mitgenommen auf Mallorca, normal, wenn wir zusammen gewesen wären, aber da haben wir schon getrennt. Tim wird schon helfen, nur ich muss halt gucken, was ich machen kann mit der Hand, ne? Ich kann schon wieder trainieren, es sollte gehen. Nur mein größtes Problem ist, ich muss jetzt erstmal Kylie beibringen, dass sie mehrere Stunden alleine bleiben kann. Weil Kylie kann noch keine Sekunde alleine bleiben. Wenn ich jetzt aus dem Haus rausgehe oder hier aus der Wohnung, die dreht durch, die heult alles und das ist halt nicht gut für die Psyche vom Hund. Erstmal alles Step by Step. Ich will nicht alles auf einmal angehen. Erstmal die Beziehung jetzt beenden, dann die Wohnung in Ruhe fertig machen, einrichten, dass alles gut ist. Dann den Hund erziehen, dass der alleine bleiben kann. Vielleicht mit einem Hundetrainer und dann werde ich auch wieder mit Jim durchziehen. Ja. Wenn du eine neue Freundin hast, machst du die Beziehung öffentlich. Nein, ey, das fand ich war halt auch nicht so schön. Das hat alles auch nochmal umgedreht. Ich wollte das damals mit Janina eigentlich auch nicht öffentlich machen, aber das wurde ja irgendwie erzwungen. So. Hast du damit abgeschlossen? Nein. Bro, wie soll ich abschließen, wenn wir uns vor einem Monat so inoffiziell getrennt haben? Das wird dauern nach 5 Jahren, ne? Ich glaube, das wird safe noch dieses ganze Jahr hier dauern, ne? Es gab nie irgendeinen Stream, wo ich danach vergessen habe auszumachen und danach habe ich mit Janina telefoniert und sowas gab es noch nie. Das sind alles diese ganzen TikTok-Gerüchte-Videos und so ein Bullshit, was da erzählt wird, Leute. Also glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht, vor allem auf TikTok. Leute nehmen irgendwelche Ausschnitte von meinen Let's Plays, wo mir Tränen kommen, weil irgendwas passiert und schreiben drüber, er hat vergessen, Stream auszumachen und so. Es war halt schon oft, dass die Situation gewesen ist, Janina stand vor der Tür und hat gesagt, ich gehe jetzt. Und ich habe sie immer wieder aufgehalten. Ich habe immer gesagt, nein, du darfst nicht gehen, es tut mir leid. Auch schon sehr oft, ja. Das Event von Eli hat mir sehr gut getan als so Ablenkung, auf jeden Fall. Ja. Weil dadurch habe ich ja den Umzug von ihr quasi verpasst. Ich kam am Montag nach Hause, komme in die Wohnung, alles leer, alle Schuhe weg, alle Jacken weg, ihr Zimmer war leer, Küche, Kaffeemaschine weg, Waschmaschine weg, Trockner weg, alles weg. Kam hier rein und dachte, ey, ich bin ja neu eingezogen. Nein, ich will sie nicht aus meinem Leben wegradieren. So, wir hatten sehr schöne Zeit auch gehabt, ich habe meine Erfahrungen gesammelt, es war schön und wir werden auch in Kontakt bleiben. Ich weiß halt nicht, wie es in Zukunft ist, wenn beide wieder einen neuen Partner haben, dann schreibt man ja eigentlich auch nicht mit seiner Ex-Freundin noch so, aber ja. Einfach gucken, wie die Zukunft wird. Ich brauche erstmal alles seine Zeit. Ja, das sind alles so Sachen. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Instagram-Fotos machen soll. Soll ich jetzt die Fotos alle runternehmen? So, es tut auch weh. So, die ganzen Fotos, wenn man das sieht und so. Sagst du jetzt wieder Kontakt mit Lorena aufbauen? Ach, Leute. Ja, das war auch ein großes Problem, Leute. Ich wusste nicht, wie ich es öffentlich machen soll.
Ich habe mit vielen Leuten geredet, einige meinen gar nichts sagen, einfach so im Stream kurz sagen, ja, wir haben Schluss gemacht. Aber es war eine öffentliche Beziehung und ich wusste nicht, ob ich das Video mit ihr zusammen machen soll, den Anfang oder komplett alleine. Ich habe mir gedacht, wenn ich es komplett alleine mache, dann kommt, vielleicht wird sie dann ein falsches Bild gestellt und die Leute denken, ah, die hat irgendwas angestellt, dass der das jetzt alleine macht. Ja, wir haben das Video am Freitag aufgenommen und 20 Minuten später bin ich nach Mallorca geflogen. Hast du mit Gamer Brother darüber geredet? Ja, ich habe mit ihm sehr viel im Urlaub geredet. Also, was heißt Urlaub? Auf dem Event von Eli. Ja, Tabak hat sich auch von seiner Freundin getrennt. Ja, mit dem habe ich auch lange drüber geredet. Ich muss halt jetzt gucken, wie ich das machen werde, Freunde, weil ich sag euch so, wie es ist. Ich möchte jetzt auch ungern 10 Jahre oder ich weiß ja nicht, wie lange Kylie noch leben wird. Immer nur zu Hause sein, von Montag bis Freitag. Ich möchte auch gerne mein Leben leben und so, wisst ihr? Am Wochenende kann der Hund immer zu meinen Eltern, aber ich werde gucken, wie ich das machen werde. Ich werde vielleicht meine Mutter bei mir einstellen oder sowas, dass sie nicht mehr arbeiten geht und sie dann halt jederzeit auf den Hund aufpassen kann, wenn ich mal irgendwo hin muss oder so. Muss ich mal gucken. Weil meine Eltern arbeiten gerade selber von Montag bis Freitags immer morgens bis abends durch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ey, nächste Woche, ich will spontan für eine Woche in Urlaub fliegen nach Griechenland, geht's nicht, weil wer nimmt den Hund? Wer passt auf den Hund auf? Geht nicht. Ey, ich werde keine WG machen. Ich werde jetzt erstmal alleine leben. Ich muss auf mich selber klarkommen, Leute. Ich habe noch nie alleine gelebt. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür zu kommen, auch mal selber Verantwortung und so zu übernehmen. Sie hat halt sehr oft gesagt, ich liebe dich zu mir. Und immer wenn ich dann so gesagt habe, dieses ich auch, dann war das kam nicht so aus dem Herzen, wisst ihr. Und da war schon bei mir, habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist hier faul, das kann nicht sein. Aber wenn ich das sage, dann muss es von Herzen kommen, wisst ihr. Und das ist dann mit der Zeit immer weniger und weniger geworden. Ja, es tut mir auch sehr leid. Also ich würde am liebsten auch alles so haben, dass man noch zusammenlebt und so. Aber ist halt leider nicht so einfach. Aber ich sag mal so, wie es ist, mir geht's auf jeden Fall schon ein bisschen besser, weil ich mit euch darüber auch reden kann und sowas. Finde ich schön. Ja, ich werde demnächst wieder mit den anderen mehr machen, auf jeden Fall. Aber ich habe mich so aus, wie soll ich sagen, ausgeschlossen selber, weil ich mich einfach scheiße gefühlt habe. So. Ich wollte einfach alleine sein. Und das wird auch erstmal noch seine Zeit brauchen. Ich kann jetzt nicht heute sofort wieder, ey, auf gute Laune und so machen. Ich wollte heute einfach nur online kommen, mit euch reden. Janina war heute Morgen auch online und ich finde es wirklich korrekt, was für Kommentare unter dem Video sind. Ich habe gedacht, dass trotzdem es einige Leute oder viele Leute geben wird, die sie haten und da hier oder da. Ich bin ja der Größere von uns beiden, sage ich mal, was Reichweite angeht und dann ist es ja meistens so, dass der andere unterdrückt wird und sowas. Also habe ich bei vielen gesehen. Aber hier war es absolut nicht der Fall. Ich glaube, das war auch ein entscheidender Punkt, weil wir das Video zusammen aufgenommen haben. Willst du in Zukunft Kinder haben oder so? Natürlich will ich in Zukunft Kinder haben, aber ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. So, Janina ist schon bereit so für Kinder und sowas, aber ich bin es nicht. So Kind habe ich gedacht, so ungefähr so Richtung, wenn ich 34 bin oder irgendwie sowas. Ich bin jetzt gerade, ich werde 28, so in 5, 6 Jahren. Für mich das Wichtigste, ich will erstmal selber mein Haus haben, Sicherheiten für die Zukunft und dann kann man sich an die Familie wenden. Nicht jetzt gerade, wo alles mittendrin ist, wo ich mein Haus baue, wo ich das mache, jenes mache. Ich will erstmal einen sicheren Hinterhalt haben, bevor ich ein Kind auf die Welt setze. Ich möchte dem Kind ja auch was bieten. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, Leute, dass ich wieder mehr aus mir rauskommen kann, dass ich wieder so richtig ich selbst sein kann. Ich war die ganze Zeit nicht ich selbst, würde ich sagen. So, ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. So. Denkst du, es kann ein Liebes-Comeback geben, wenn ihr ein bisschen Zeit für euch hattet oder gar nicht mehr? Bro, ich sag mal so, niemals nie, aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, wir sind gerade frisch getrennt, weißt du, wie ich meine? Ich kann jetzt schlecht sagen, ey Leute, ey, ich bin jetzt ein Jahr alleine und dann Janina, wir ziehen wieder zusammen. Das kann ich nicht sagen, niemals. So, vielleicht sieht man sich ja mal, wenn sie mal Kylie besuchen kommt, demnächst irgendwann, man quatscht und jeder hat sich anders entwickelt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, Wenn es so vorgeschrieben ist vom lieben Gott, glaube ja an Gott, dann ist es so. Aber ich werde mir jetzt auch keinen Druck machen und jetzt sofort, ich muss sofort die nächste finden, die nächste Freundin. Nein, die wird irgendwann mit dem man kommen, womit man nicht rechnet, in einer Situation und du denkst dir, wow. Und nicht einfach dieses auf Krampf suchen und so. Benutzt Willis Methode auf Instagram Frauen anscheinend. Nein, Leute, hör auf. Hört auf. Arschbomben-Comeback wird es geben, nächstes FIFA-Jahr. Guck mal, Leute, wie soll ich das sagen? Mir ist in den ganzen letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, die Kreativität verloren gegangen, die Lust ist verloren gegangen. Ich glaube, Beziehung hat da auch eine große Rolle gespielt, weil ich halt unglücklich war. So. Und wenn ich unglücklich bin, dann kann man nicht so tun, als wäre man der Glücklichste und das auch so rüberbringen. Wisst ihr, so früher, wo ich Let's Skill und so gemacht habe, alles. Oder ich war der glücklichste Mensch der Welt. Digga, ich mache Videos, ich war feiern, ich habe mein Leben genossen. Dann bin ich ausgezogen, es kamen andere Probleme, hat sich alles verändert. Jetzt nicht nur auch wegen Janina, sondern dieser Step, wisst ihr, das ist was ganz anderes. Es sollte nicht sein, Leute, es sollte nicht sein. Und es ist gerade so krass, dass ich realisiere das immer noch nicht so richtig, dass die weg ist. Ne? Das ist so komisch. Nein, das finde ich zu übertrieben gesagt, diese Sprüche. Du hast was Besseres verdient als Janina. Janina ist eine Top-Frau. Du meinst mit dem Spruch, du hast jemanden verdient, der besser zu dir passt, aber nicht was Besseres ist als sie. Weißt du, wie ich meine? So würde ich es formulieren. Janina ist ein super Mensch.
die hat das Herz auch am richtigen Fleck. Wo ist sie gerade? Sie ist gerade nach Bayern zurückgezogen. Erstmal zu ihrer Familie zurück, weil die haben wir ein schönes Haus. Da wohnt sie jetzt. In 2 Monaten oder so wird sie in ihre eigene Wohnung ziehen. Nach Bayern, nach Bamberg. Machst du das mit Kochen jetzt? Ey Leute, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe, das ist jetzt hart, ich habe innerhalb von einem Monat 35 Mal bestellt oder so. Also, ist nicht so scheiße und so. Auch gesunde Sachen und so. Nicht nur irgendwie Pizza und so alles. Ich habe diese Lieferando-App auseinandergenommen. Eigenen Koch, Leute. Ich kann mir jetzt hier nicht eine Agatha besorgen, Alter. Verrückt. Aber vielleicht können wir ja bald Kochstreams machen und wir lernen gemeinsam kochen, Leute. Das wäre doch was, oder? Kochen mit Ernesto. Ja, ich muss jetzt echt selbstständiger werden. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Selbstständiger werden, weil guck mal, es war auch dumm. Ich sag so, wie es ist. Es war dumm, dass ich direkt mit Janina zusammengezogen bin. Sie hat damals in Berlin gewohnt, dann hätte sie zurückgehen müssen nach Bayern und so ist sie direkt von Berlin nach Düsseldorf gekommen. Ich hätte erstmal von meiner Familie ausziehen müssen, ein Jahr alleine und dann hätte sie kommen sollen. Und so bin ich quasi von Hotel Mama mit dem Kopf Hotel Freundin reingegangen so und deswegen war blöd. Und ich würde niemals sagen, niemals würde ich jetzt hier sitzen und sagen, ey, das waren 5 verschwendete Jahre, niemals, niemals. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt, ich hatte eine sehr schöne Zeit mit ihr. Besser man sieht es jetzt, als in 5 Jahren, wo man vielleicht schon Kinder hat, im Haus wohnt. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir das jetzt safe durchgezogen haben, bevor mein Haus fertig ist. Weil wenn wir nächstes Jahr im Haus gewesen wären und uns dann getrennt hätten, dann ist diese Atmosphäre trotzdem komisch, weil man weiß, sie hat hier gewohnt und so. Wisst ihr, wie ich meine? Dating Simulator Comeback. Dating Ariane. Hör auf, Alter. Das wäre echt assi, Alter. Ich kann nicht direkt solche Formate wieder machen, Leute, ey. Also die letzten 2-3 Wochen für mich waren sehr hart, wenn nicht sogar die letzten Monate, Leute. Weil wir haben, ich sag euch so, wie es ist, wir haben uns schon vor 3 Monaten gesagt, dass wir uns trennen werden. Und da fing das schon so an. Und in der Zeit habe ich natürlich auch viel gestreamt über die komplette Tots-Zeit. Über die komplette Tots-Zeit ging es mir nicht gut. Und ich habe es versucht, mir so wenig anmerken zu lassen wie möglich. Aber viele haben es gemerkt. Es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Ich muss meine Power wieder zurückkriegen. Ich glaube, ich muss Sport machen. Es wird alles schon werden. Läuft der Mietvertrag der Wohnung nur auf dich oder auch auf Janina? Ich glaube, nur auf mich. Aber sie hat mir immer Teil dazu beigetragen zur Miete. Jetzt natürlich nicht mehr. Sehr normal. Ich sage euch so, wie es ist. Ich bin die letzten Wochen, wo Janina auch weg war, 1 Monat, bin ich hier in ein sehr tiefes Loch gefallen. Mich einfach scheiße gefühlt. Depressiv. Wollte mit niemandem was machen. Wollte einfach nur alleine in mich versinken, so. So ein Gefühl war das. Aber ich bin gerade dabei, langsam wieder hochzuklettern, Leute. Langsam, Step by Step. Ich hatte noch nie, das wird auch niemals sein, Leute. Ich werde niemals irgendwelche Gedanken haben, mir selber was anzutun oder sowas. Auf gar keinen Fall. Also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Da kann passieren, was will. Sowas werde ich nicht machen. Genau, das Wichtigste ist, Step by Step sich aufzubauen. Man kann nicht 1000 Dinge auf einmal erledigen. Ach, ich werde schon wieder glücklich werden, Leute. Ich werde schon wieder glücklich werden. Dann wird man das in Videos merken, in Streams, die Motivation kommt. Es wird alles wieder gut werden. Es wird alles wieder gut werden. Ich darf jetzt nur nicht in diesem Loch versinken und in Selbstmitleid. Mir geht's so scheiße, ich habe mich getrennt. Das auf gar keinen Fall. So war ich aber vor ein paar Wochen noch. Ich habe mir selber voll Selbstmitleid so. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ja, diesmal ist es auch machen. Nicht nur reden, sondern machen. Machen, machen.